Diese wunderschönen Augen. Oder diese hier. Und was für eine Figur. Aber immer mit Ecken und Kanten. Und so geschmeidig. Ein bisschen verliebt sein darf man schon am Tag der Verkehrsgeschichte. Der Frankfurter Feldbahnmuseum e.V., der historische Straßenbahn der Stadt Frankfurt am Main e.V. und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt haben eingeladen. Und bei solchen Schönheiten ist es gar keine Frage, dass man gerne in die Mobilitätshistorie der Mainmetropole abtaucht. Das dachte sich auch Peter Wirth, alias der Bahnbabo, Frankfurts bekanntester Bizeps- und Schienenbahnfahrer, nicht nur mit vielen lieben Worten für die Menschen, sondern auch mit Herz fürs Pferd. Apropos Pferd. Als vor 150 Jahren die ersten Frankfurter Trambahnen von Schönhof über Bockenheim zum Schillerplatz rollten, war an Elektrizität als Antriebsenergie noch nicht zu denken. Stattdessen trieben Pferde die Straßenbahnwagen. Wie sich die Mobilität seitdem verändert hat und verändern werden könnte, wird übrigens noch bis 30. September in der Ausstellung Damals, Heute und Morgen im Depot Eckenheim gezeigt. Zum Tag der Verkehrsgeschichte war aber nicht nur Anschauen erwünscht, sondern explizit auch Einsteigen. Und so mancher schwelgte in Kindheitserinnerungen, als man im Alltag noch selbst in diese schönen Gefährte einstieg. Aber zurück zu den Schönheiten. Wollen wir ein paar Sekunden gemeinsam der Ästhetik alter und neuer Straßen, U-Bahnen und Busse frönen? Schreibt mir in die Kommentare, welche Farbe ist eigentlich euer Renner? Modernes Subaru Vista Blue oder doch Beige, Orange oder Rot? Genug der Ästhetik im Depot Eckenheim. Mit dem Shuttlebus geht es jetzt hinüber zum Rebstockpark. Und auch dort werden den BesucherInnen schöne Augen gemacht. An die 500 Oldtimer legten Zeugnis über alte Verkehrszeiten ab. Aber das Eisenbahnerherz lässt natürlich erst richtig die Fahrt mit der Dampflok in das Frankfurter Feldbahnmuseum aufblühen. Feldbahnen sind übrigens Transportbahnen auf einem schmalspurigen 600 mm breiten Schienensystem. Wer Appetit bekommen hat auf eine Mitfahrt auf der Dampffeldbahn, kann bereits am 16. Oktober beim Herbstfahrtag des Feldbahnvereins wieder zusteigen.